Die Erdmasse beträgt das 81-fache der Mondmasse. Der Abstand zwischen Erdmittelpunkt und Mondmittelpunkt beträgt 384.000 Kilometer. In welcher Entfernung vom Erdmittelpunkt wird eine Rakete, die sich zwischen Erde und Mond befindet, schwerelos? Hier ein Modell der Situation. Wir wissen, dass die Masse der Erde das 81-fache der Masse des Mondes ist. Wir wissen auch, dass der Abstand klein r zwischen Erdzentrum und Mondzentrum 384.000 Kilometer beträgt. Wir bezeichnen den Abstand zwischen der Rakete und dem Erdmittelpunkt mit R-Index Erde und den Abstand zwischen Rakete und Mondmittelpunkt mit R-Index Mond. Wir suchen R-Index Erde. Wir nennen das kurz R-Erde. Wir drücken diese Distanz in Kilometer aus. Wir starten damit, dass die Rakete schwerelos ist. Das bedeutet, dass die Erdanziehungskraft genauso groß sein muss wie die Mondanziehungskraft und beide Kräfte sind entgegengesetzt. Das bedeutet also, dass die Gravitationskraft der Erde genauso groß ist wie die Gravitationskraft des Mondes. Dazu setzen wir diese Formel von Newton ein und finden somit diese Gleichheit. Diese Gleichheit können wir sofort durch groß G, die Gravitationskonstante, kürzen und auch durch die Masse der Rakete, also so. Und das führt sofort zu dieser Gleichheit. Gleichheit, in der wir die Masse der Erde ersetzen können durch 81 mal die Masse des Mondes, also so. Und somit kann dieser Bruch durch die Masse des Mondes gekürzt werden. Jetzt bleibt diese Gleichung mit unbekannter R-Erde auch da. Da es links und rechts nur positive Zahlen sind, können wir beidseitig die Quadratwurzel rechnen und finden somit diese Gleichung. Wir setzen diesen Nenner links rüber, wo die 9 dann verteilt wird. Somit stoßen wir auf diese Gleichung. Minus 9 R Erde setzen wir rechts rüber und finden somit 10 R Erde gleich 9 R. Also ist R Erde 9 R geteilt durch 10 und da können wir dann R durch 384.000 ersetzen. Also erhalten wir diesen Wert für R Erde und das entspricht 345.600 Kilometer. Wir haben ja in Kilometer gearbeitet. Die Übung ist beendet. Wir stellen aber hier fest, dass dieser Wert nur gering kleiner ist als dieser Wert. Was bedeutet, dass die Rakete sich viel weiter vom Erdzentrum entfernt befindet als vom Mondzentrum. Das ist auch normal, weil die Masse der Erde ja viel größer ist als die Masse des Mondes.